Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5. Am 3. Dezember war eine echte Koryphäe der Schauspielkunst in der Thalia Buchhandlung Schwerin zu Gast. Peter Bause stellte die zweite Auflage seiner Biografie »Man stirbt doch nicht im dritten Akt – Erinnerungen« vor. Seine erste Biografie erschien im Jahr 2011. Ungerührt davon war Bause im letzten Jahrzehnt weiter aktiv und schuf den Stoff für eine aktualisierte Neuausgabe. Sie erschien im Jahr 2021. Weil ich ja mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe, oder die mit mir, in den Fernsehfilmen und im Theater, die viele Menschen noch kennen und die aber verschollen sind seit der Wende. Und denen wollte ich eigentlich noch mal eine Adresse geben und noch mal einen Namen, damit die Leute sich erinnern. Ach, gucke mal, ja, an den, ja, das und der. Das ist die ganze Aufgabe. Und dazwischen das eigene Schicksal. Bause erzählte von den prägenden, lustigen und berührenden Begegnungen seines Lebens. Humorvoll ergänzte er den Inhalt seines Buches um ungeschriebene Anekdoten. Der hatte überhaupt glänzende Versprecher. Der bekannteste war ja aus dem Stück Die Aula. Sozusagen hat er die Genossen vom Zentralkomitee, werden sich schon was dabei gedacht haben. Eines Abends sagte er, die Genossen von der Zentralheizung werden sich schon was gedacht haben. In 60 Jahren als Schauspieler verlieh Bause Figuren von namhaften Autoren wie William Shakespeare, Franz Kafka und den Gebrüdern Grimm eine Stimme und ein Gesicht. Der heute 80-Jährige verkörperte den Feldherr Wallenstein, Faust, den Götz von Berlichingen, Galileo Galilei und mehr. Ein vielfältiges Portfolio. Wie gelingt die Darstellung so unterschiedlicher Rollen? Die Wahrhaftigkeit. Schlicht und einfach die Wahrhaftigkeit. Und solange einer wahr ist, wird ihm vielleicht zugehört. Und wenn einer durch äußere Mittel versucht, da irgendwie über die Runden zu kommen, ist er jedenfalls in meinem Herzen und in meinem als Zuschauer nicht willkommen. Es geht nicht um Effekte. Es geht darum, die Herzen zu ergreifen. Laut Bause fehlt diese Eigenschaft heutzutage in vielen Stücken. Für das zeitgenössische Theater findet er deutliche Worte. Gucken Sie doch die Stücke an, die Sie spielen. Gucken Sie an, wie gespielt wird. Gucken Sie an, dass alle Mikroports tragen, weil es sonst nicht geht mit der Stimme oder wie. Und weil der Spielplan umfänglich ist, aber oft eben ganz anders inszeniert. So inszeniert, dass mich der Zauber nicht erfasst, der mich als Jugendlicher erfasst hat. Jener Zauber durchdringt Bauses Erfahrungen. Er erzählt in seinem Buch von den Menschen, die den Zauber trugen. Seine Biografie ist eine Liebeserklärung an die Theaterkunst und an die Charaktere, die sie hervorbringt. Die Figuren, aber vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler hinter ihnen. Bauses Biografie zeigt, wie viel authentische Menschlichkeit im Schauspiel steckt. Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5.